Willkommen zur nächsten Ausgabe von Strong Flex TV. Heute zeige ich euch was ganz Besonderes. Das ist die 13-fache Dehnung, kommt aus dem Qigong. Und so hat für mich mal das ganze Beweglichkeitsthema angefangen. Ich habe nicht gemerkt, dass ich stockesteif bin, als ich die das erste Mal gemacht habe. 13-fache Dehnung deshalb, weil wirklich wir uns in alle Richtungen mal durchdehnen. Geführt durch den Atem. Der Atem ist ganz wichtig. Ihr werdet das hören, wie ich atme. Wir atmen von der Vorstellung immer über die Längsachse an der Wirbelsäule entlang. Und so geht's los. Hüftbreiter Stand. Einatmen. Hochziehen an der Wirbelsäule. Und aus. Ferse absetzen. Einatmen, hochziehen nach links. Zurück zur Mitte. Einatmen, hochziehen nach rechts. Zurück zur Mitte. Einatmen, Rotation nach links. Lasst das Becken stehen. Das gleiche nach rechts. Ich drehe mich einmal für die Rückbeuge, Becken aufrichten und dann nach vorne in den sogenannten Tisch. Tief einatmen, dann ausatmen. Locker die Rumpfbeuge. Dann einatmen nach links. So gut ihr könnt. Die wenigsten werden da an den Boden gehen können. Das ist dann halt hier oben, macht nichts. Einatmen zurück zur Mitte, beziehungsweise auf die andere Seite. In die Hocke. Hände anschauen. Und jetzt ganz wichtig. Von hinten zum Bereich der Achillessehne fassend. Unter Umständen seid ihr mit den Fersen oben. Die Ellbogen reinholen zum Körper. Gut festhalten. Der Oberkörper klebt auf den Oberschenkel. Der darf dort nicht weg. Dann tief einatmen, Mitte ausatmen, streckt ihr die Knie, soweit es euch möglich ist. Oberkörper geht nicht weg von den Oberschenkeln. Ja, soweit ihr könnt. Tief ein, wer das kann. Streckt durch. Macht das ruhig ein paar Mal, um dort besser zu werden. Kommt zurück in die Hocke. Und jetzt ziehen wir noch dreimal die Energie an der Körperrückseite. Einatmen hoch. Ausatmen, vorne ausstreichen, wieder runter. Und einmal noch. Dann stehen bleiben, vorne ausstreichen. Und das ist die 13-fache Dehnung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.